Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Ihr seht schon, ich habe einiges eingekauft. Wir haben heute ein bisschen was vor. Und zwar machen wir Schnitzel. Ja, ganz genau. Wir machen Schnitzel. Und das ist ein bisschen mehr Arbeit als sonst. Wir brauchen ein paar mehr Zutaten. Und deswegen liegt hier auch so viel rum. Ich habe ganz wenig Platz, aber das kriegen wir schon hin. So, Mehl, Semmelbrösel. 3 mal Salz, 1, 2, 3, schwarzer Pfeffer, 1, 2, 3 und 3 Eier, 1, 2, 3, das Ganze kneten, zack. Jetzt ist das hier so eine Masse, die aussieht wie ein Brot und jetzt kann ich da drin die Hähnchenbrust marinieren. Okay, ich habe jetzt übelst viel gekauft, weil ich dachte, ich brauche extrem viel davon. Aber anscheinend reicht es für alle 8, wenn ich das einmal mache. Okay. Ja gut, dann steht der Rest hier umsonst rum. Den räume ich nachher weg. Ich habe mir extra hier so viel eingekauft, weil ich dachte, ich brauche das alles. Na gut. So, jetzt frittieren wir dann das Ganze. Aber bevor ich das mache, machen wir erstmal den Grill bereit. Damit ich hier die Kartoffeln schön grillen kann. Das ist nämlich das nächste. Wir müssen die Kartoffeln grillen. Ja, ich will die Kartoffeln, weil dazu gibt es Kartoffelpüree. Ja, die machen wir dann auch nochmal in die Knetmaschine rein. Butter, Milch, Salz, Pfeffer dazu. Genau, Butter, Milch, Salz und Pfeffer mit rein. Kneten und dann ist Kartoffelpüree fertig. Und dann haben wir das Ganze schon auf den Teller mit Zitronenscheiben und einem Petersilienstück. Ist doch gar nicht so kompliziert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich dachte, ich muss hier übelst viel machen. Dabei ist da das mit einmal erledigt. 8 Portionen. So, Kartoffeln schnell runter. Das macht auch nichts, wenn die ein bisschen mehr Bräune haben. So, ich gucke mal kurz noch rein. Wir machen die Kartoffelscheiben rein. Okay, dann muss ich die erstmal schneiden. Dann mache ich aber erstmal die Zitronen, weil ich die schon mal bereitgelegt habe. Und danach mache ich die Kartoffeln klein, pack die rein. Und dann gucken wir mal, für wie viel das reicht. Ich habe jetzt 8 Portionen angedacht, so wie immer. Aber ja, schon allein das Mehl, das reicht ja schon 100 Jahre dann. Da muss ich dann irgendwas anderes draus machen. Wahrscheinlich wieder so, ja, so Burgerbrötchen oder sowas. Wird es dann sein. Einmal habe ich übrig, das kommt dann auf den Teller. Machen wir erstmal die Kartoffel klein. Kartoffelscheiben rein. Butter rein. Milch rein. 1, 2, weil hier ist noch einer drin. Zack. Und schwarzer Pfeffer. 1, 2, 3. Das Ganze einfach nur kneten. Und dann haben wir Kartoffelpüree. Das war ja klar. Jetzt habe ich hier einen Haufen von den gegrillten Kartoffeln. Und ich brauche nur 2. Butter rein. Milch rein. 1, 2, 3 mal Salz. Und 3 mal Pfeffer. So, wir haben Kartoffel drin. Butter, Milch, Salz und Pfeffer. Zack.
Ja, jetzt habe ich natürlich hier nicht ganz so viel Platz. Deswegen mache ich die Haufen erstmal hier so drauf. Und dann geht es aber an die Fritteuse, deswegen räume ich das hier mal weg. Damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Hauen die Schnitzel rein. Ja, ich würde es so machen wie bei den Pommes und hier einfach alle übereinander legen. Rein an. Dann kommt die erstmal weg. Was soll's. Und ich kann das hier verteilen. Da brauche ich noch einen Teller, weil ich den einen mit den Kartoffeln voll hatte. Zack. Und hier drauf. Wo sind die zwei? Hier. Schnitzel fertig. Okay, das ging einfach als gedacht. Ich dachte, das ist jetzt hier ein übelster Aufwand, weil ich so viele Zutaten brauchte. Aber ich habe ja auch mit wenig Zutaten jetzt übelst viele Portionen rausgekriegt. Also das Einzige, was wirklich... Okay, die haben sogar Animationen reingemacht jetzt hier für die Petersilie. Habe ich extra übelst viel eingekauft. Und dann brauche ich das gar nicht. Naja, ich werde schon was damit anfangen können. Spätestens bei den nächsten Brötchen und sowas ist das Ganze natürlich wieder am Start. Fritteuse kann aus. Ich werde jetzt hier erstmal die ganzen Sachen servieren, damit ich das verkaufen kann. So, wir machen erstmal eine Speisekarte. Das wäre wichtiger. Wir machen Schnitzel drauf. Wir machen den Himbeerkuchen drauf. Brezeln haben wir noch ein paar. Davon haben wir noch was. Hot Dogs habe ich gemacht. Und dann habe ich, glaube ich, den Eierburger und den normalen. Genau, Eierburger und den normalen. Hamburger. Und den Eierburger. Ich habe theoretisch auch... Ist das die normale? Das ist die normale Hähnchenbrust. Nee, hier waren wir. Speisekarte. Hähnchenbrust. Und dann habe ich theoretisch ja noch diese Hühnerflügel. Zwei Portionen. Pass auf. Dann machen wir noch Croissants. Da haben wir fast 4 Sterne voll. Weil ich habe ja sowieso noch unglaublich viel von den Zutaten da. Pinne ich mir an. Ja, der kriegt es noch an. Bei Mehl habe ich auch unglaublich viel. Hefe habe ich nicht. Hefe muss ich kaufen. Ich gehe noch schnell Hefe kaufen. So, Mehl und Hefe sind drin. Zucker. Und Butter. Das Ganze kneten. Dann hole ich mir das Ding raus. Und dann machen wir Croissants. Zack. Zack. Und dann habe ich zumindest hier noch mal ein bisschen was ausgenutzt. Von dem ganzen Mehl, was ich sowieso schon habe. Okay, wir machen Mehl. Hefe. Butter. Jetzt nochmal kurz Zucker geholt, damit ich hier noch die zweite Ladung machen kann. Zack. Croissants. Und dann kann ich ja wenigstens den Tag noch ein bisschen voll machen. Aber wenn wirklich so viele Leute kommen, dann nehme ich die Chicken Wings wieder raus. Weil davon habe ich ja nur 2 Portionen. Also 8 Mal. Das scheint mir ein bisschen wenig zu sein. Wenn das dann so viele Leute bestellen... Sieht schlecht aus. Und da sind sie fertig. Sehr schön. Und dann waren das 2 Croissants, wenn ich mich nicht täusche. Ah, die müssen wir abkühlen lassen. Okay.
Dann packe ich die hier drüben rein. Dann kann ich die nach Bedarf immer wieder rausnehmen. Dann stelle ich das kurz rein, damit das abkühlen kann. Die Schnitzel kann ich natürlich auch jetzt in den Kühlschrank packen. Die sind auch bereit. Das heißt, ich mache einen in die Mikrowelle, zack. Zum Servieren sofort. Da ist immer so ein bisschen doof, dass hier nicht so viel Platz ist. Den nehme ich mit. Und dann haben wir hier gleich das Schnitzel rein. Zack. Oh, 93% nur. Aber 13,9 Sterne, das ist ja schon mal gut. So, jetzt habe ich die Herzkekse. Weil ich brauche eine Brezel. Ich brauche die Herzkekse. Nehme ich einfach mal so schnell raus. Zack, zack, zack. So, dann haben wir auf jeden Fall rein den Himbeerkuchen. Die Salzbrezel. Herzförmige Kekse. Jetzt mache ich den Hotdog-Heiß. Die Wurst fehlt. Hotdog und Hähnchenbrust. Hotdogs sind hier. Hähnchenbrust. Zack. Es fehlt nur noch der Eierburger und der normale. Muss man hier drauf achten. Das ist der Eierburger. Und das sind die normalen. Dass ich das nicht verwechsle, wenn ich das dann da drauf packe. Oder packe ich hier den Eierburger hin. Zack. Und den normalen Burger daneben. Jetzt nehme ich die Croissants noch. Pack die hier hin. Dann nehme ich jetzt die Hühnerflügel noch mit. Ich habe noch zwei Portionen. Das kann ich ja erstmal wegmachen. Diese einzelnen einer Portionen. Die werde ich ja gar nicht mehr benutzen. Weil das ist mir wirklich zu unsicher, mit einer einzigen Portion da anzutreten. Ja, ich glaube, ich nehme es raus. Ich nehme das raus, weil zack. Es kommt trotzdem 61 bis 71 Leute. Ja gut,